Wolke durch. Du, dein Ernst, Mann? Dein Ernst? Nein! Ich bin kurz vorm Heulen, ne? Moin Leute und willkommen zur neuen Folge von Marco 8 Deluxe. Ja, und heute geht's hier weiter. Genau, heute spielen wir wieder 150 CCM. Und ja, heute spielen wir mal mit Birdo. Denn ja, Leute, achso, wir können sogar noch eine Farbe auswählen. Ich würde aber sagen, wir machen mal die Standard Birdo. Genau, weil heute, Leute, genau, schwarmen nämlich den, ich weiß nicht, den, ich glaube, der heißt Fruchtcup oder so. Und ja, Leute, ab diesem Cup gab es natürlich auch Birdo, ist natürlich Birdo hinzugekommen. Und ja, heute spielen wir auch mit ihr, mit dem Yoshi-Bike. Und dann vielleicht noch diese Reifen, passt von der Farbe her und so. Und ja, diesen Gleiter, Blumengleiter. Ja, machen wir mal so, ne? Ja, Leute, nehme ich, Leute, wie gesagt, heute hier mit dem Fruchtcup. Ich sage, ja, Leute, let's go! Ja, Leute, nehme ich in dieser Cup, in diesem Cup ist nämlich, ja, Leute, die letzte Strecke, die ist nämlich komplett neu. Die sehen wir dann auf jeden Fall jetzt noch. Also danach halt, ganz am Ende halt, wie gesagt, ne, von der Folge. Aber ja, Leute, jetzt kommt auf jeden Fall noch Ausfahrt Amsterdam von Markatur, eine Stadtstrecke. Ja, fahren wir die jetzt mal, ne, genau. Ach ja. Ah ja. Ja, gut. Nein, das ist ein scharf driftendes Bike. Oh, oh. Oh nee. Och Bruder, komm schon. Naja. Die Amsterdam-Strecke auf jeden Fall, ja Leute, ich war auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall, ich war privat auf jeden Fall, ja. Bis jetzt einmal in Amsterdam. Und ja, war ganz entspannt. Aber halt auch eigentlich so eine ganz normale Stadt wie auch jede andere gefühlt. Ne? Ja. Hm. Ja. So. Ja. Ah, Mann, ich hasse diese scharf driftende Kacke, Mann. Das kann nicht wahr sein. Mann. Ach komm schon, mein Ernst. Mann. Reicht. Ah. Jetzt geht's dafür wieder unter Wasser. Hm. Uppe. Komm her, Yoshi. Hä? Ich hab doch auch Ding gemacht. Warum kam ich nicht hoch? Ah, okay, alles gut. Junge, ich bin 2 Sekunden Erster. Nicht mal 2 Sekunden, ich krieg direkt den Blue Shell. Das ist so ein Betrug wieder. Ey, Mann. Ja, sicher, Bruder. Meine Fresse. Fahr jetzt. Mann. So. Naja. Gut, oh Gott, das war eine scharfe Kurve. Na, ah, das auch. Warum schnell blocken? Ja, dann. Warum kam da jetzt gerade mir jemand entgegengefahren? Ach, weil die Strecke sich ja immer ändert, ne? Stimmt. Ja, jetzt kommt hier auf jeden Fall hier noch eine krasse Blumenwiese. Warum auch immer. Ja. Hm. Ja. Gut. Oh mein Gott. Oh, da war gerade so eine Ampel, aber ich glaube, die sieht sogar genauso aus, wie sie auch wirklich dort auch aussieht, ne, glaube ich. Ich habe sie gerade aber nicht genau gesehen. Was? Haben wir da von Lakito abgeholt? Als wenn. Oha, okay. Ja. Okay. Alles klar. Auf jeden Fall Erster geworden. Immerhin, Bruder, immerhin. Dann, Leute, der Fluss, Flussuferpark. Vom, ja, von Mario Kart Super Circuit. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwas gab es da früher, was da irgendwie viel geiler war als heute. Ich muss sogar sagen, ich finde die Strecke an sich aber auch geil wegen dem Wipe und so, weil es einfach geil aussieht, so waldig und so, das ist schon geil. Aber irgendwas ist hier auf jeden Fall anders als früher. Habe ich die ganze Zeit gehört. Jeder hat das gesagt. Nur ich weiß gerade nicht mehr was. Vergessen. Ich glaube, ich bin reinpflanzen oder sowas. Irgendwas war da anders. Oder die ist kürzer geworden. Ich weiß nicht mehr, Leute. Keine Ahnung. So, Inkling, geh weg. Mann. Ah. Okay. Ja. Das war so eine Runde, ne? Ist auch eine Strecke, die jetzt nicht krass lang ist. Aber ja. Geht auch noch ganz fit. Ach, Bruder, im Ernst, Mann. Oh.
Ey. So. Ach komm schon, Mann, diese Green Shells, die wollen mich echt in letzter Zeit so verarschen, ne? Die letzten Folgen ist echt richtig schlimm mit den Green Shells. Oh, Blue Shell, danke. Dass du mir wenigstens hilfst jetzt. Danke, Bruder. So. Mhm. Stern, oh Gott. Was suchst du denn? Stern am, im zweiten Platz, Bruder. Das war die Scheiße. Mann. So. Runde 3. Gut, wir sind jetzt Erster. Wir müssen unseren Platz verteidigen. So. Aufpassen. Hier passt aber, glaube ich, das scharfschützende Bike sogar schon relativ gut. Doch, hier ist es richtig gut eigentlich. Doch, doch, doch. Oh mein Gott. Ja, doch, doch, doch. Hier passt das scharfschützende Bike richtig gut rein. Zu der Strecke. Mhm, doch, doch. Ja, aber wie gesagt, ich bin eigentlich zufrieden mit der Strecke. Ich finde sie gut. Doch. Einfach eine schöne, entspannte Strecke. Richtig schön. Und entspannt einfach nur, ne? Schön waldig und so. So wie ich es einfach lieb. Dann. Oh, ja. Noch ein mega Highlight. Oh mein Gott. Eigentlich fast alles, was von Marco wie kommt, ist einfach mega geil. Das ist unglaublich. DK Schikane. Ich glaube, das spricht man sogar wirklich so aus. Von Marco wie. Oh. Mann, die war so geil früher. Das ist unglaublich, Mann. Ah. Mann, warum habe ich keinen Boost bekommen? Ah. Die Musik aber auch, glaube ich, auch. Gleich. Die. Oh, ja, Mann. Oh, Mann. Ich habe so alte Erinnerungen an früher. Mario Kart Wii. Mario Kart Wii immer noch das beste Mario Kart, muss ich sagen. Ohne Witz. Doch, 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 doch. Auf jeden Fall. Das ist auch, wie gesagt, ne? Mein allererstes Videospiel, was ich je gespielt habe, so. Ja. Ja. Doch. Also auf jeden Fall richtig gespielt, meine ich natürlich. Also richtig gespielt. Ja, doch. Ach, das war schon geil. Oh mein Gott, Bruder. Naja. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Mario Kart Wii wird auch noch bald als Let's Play kommen. Also, genau, ich würde sagen, im Jahr 2024 werde ich es bestimmt machen. Doch, also jetzt im nächsten Jahr. Da kommt's dann. Genau. Würde ich schon mal so sagen. Ich bin mir sehr sicher, dass es im nächsten Jahr kommt. Ach, komm schon, Bruder. Was ist denn hier los, Alter? Also, ich bin gerade richtig schlecht. Ja, aber ich werde auch die ganze Zeit verarscht. 20.000 Sachen nacheinander. Was ist hier los, Bruder? Wer ist Erster? Bewohnerin? Was geht denn ab? Sven! Zurück nach hinten mit dir! Bewohnerin, hallo! Weg mit dir! Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Aufpassen! Ah! Oh, wie knapp, Mann! Mein Gott! Hilfe! Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich fahre gerade richtig, richtig komisch. Ah. Naja. Gut. Okay, dritte Runde. Aber ja, ich muss echt sagen, ich finde die Strecke geil. Weil, wie gesagt, wieder auch mit einer Kanone hochgeboostet. Das war eigentlich fast immer so im Market wieder Fall, ne? Immer so mit Kanonen hochgeboostet irgendwo hin. Und dann muss man runterfahren wieder. Oh nein. Blauer Freund. Erster bleiben, bitte. Okay, Bruder. Bitte bleib Erster. Oh, aufpassen. Mann! Hier ist aber der Scharfschützen-Spike überhaupt nicht passend. Gut, aber wir müssen eigentlich Erster ans Ziel kommen. Nein! Okay. Das wird noch knapp. In dieser Kackbanane. Aber trotzdem, wir sind Erster. Gott sei Dank noch. Junge, ich habe echt gedacht, wir werden noch überholt, Bruder. Mein Gott. Jetzt auf jeden Fall eine komplett neue Strecke. Nämlich, ja, Leute, Yoshi's Island oder Island. Ja. Eine komplett neue Strecke. Also, boah, das war schon echt geil. Das ist einfach... Das ist schon geil. So Yoshi Island-mäßig. So. Schon geil.
Ach man. Vor allem, ja, Leute, wenn ihr euch mal die Münzen anschaut, sind einfach solche Yoshi-Coins. Auch geil. Und die Musik. Oh. Mann, diese scheiß Brennerpflanze. Ach ja, die Musik. Na. Ja. So ist es. Eine Baba-Strecke. Ach komm. Also nee, da hatte ich jetzt keine Zeit zu reagieren. Schade. Oh. Okay, schade, doch nicht getroffen. Aber es gibt jetzt sogar hier noch was ganz Besonderes. Nämlich gleich, ich kann es glaube ich gleich mal versuchen. Oh Gott. Nämlich hier im Fliegen muss man dieses Ding hier. Ah, jetzt wird es schon gemacht. So ein Fragezeichen-Wolke, diese Fragezeichen-Block-Wolke, dein Ernst, Mann. Durchfliegen und dann, ja, erscheint diese geheime Treppe. Aber nein, ich habe sie natürlich, ich bin runtergefallen, wie so ein Noob. Oh Mann. Naja. Wir haben eh noch zwei Versuche, sie nochmal zu machen, also. Oh, die Brennerpflanze, Mann. Alles gut, Junge. Ich habe doch gedrückt, gerade eben, in dem Moment. Mann. Vierter Bruder. Ich war, glaube ich, noch nicht mal einmal Erster an dieser Strecke bis jetzt. Mann. Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht sein. So. Dein Ernst? Oh, du bist doch schlecht, ne? Ich heule gleich. Ach komm, nee, Mann. Nein. Es reicht. Oh. Ich bin Sechster, Bruder. Das ist Yoshi-Strecke. Yoshi ist mein, ja, wie nennt man das? Ich mag Yoshi, Bruder. Oh Gott. Ich brenne euch alle nieder. Es macht zwar keinen Sinn, dass Feuer im Wasser ist, aber trotzdem. Komm schon, Bruder, das ist doch nervig jetzt. Das nervt. Ihr nervt. Oh, du Affe mit deinen scheiß Bananen. Geh mal weg jetzt. So, jetzt aber. Ich will jetzt aber diese Scheiße fahren. Das nervt. So. Erster jetzt. Nein! Ich bin kurz vorm Heulen, ne? Ey, das kann nicht wahr sein. Das ist so lächerlich. So ein lächerlicher Betrug. So ein Betrug, das ist unglaublich. Okay, aber wir immerhin viermal Erster geworden, ne? Immerhin. Oh. Ja, die Mucke. Es ist schon geil, Leute. Also, Leute, genau. Viermal Erster geworden. Und ja, damit natürlich dann Goldpokal mit 3 Sternen, ne? Ja, Leute, immerhin, ne? Immerhin. Ja, und in der nächsten Folge fahren wir sogar auch mit einem neuen Charakter. Genau, es gibt ja einige neue Charakter, ne? Die sind natürlich dazugekommen. Ja, mit denen fahren wir natürlich jetzt noch die letzten Cups. Und ja, genau. Viermal Erster geworden. Cool. Immerhin endlich mal wieder, ne? Und ja, so gut ich weiß, der nächste Cup wird auch mega geil werden. Also. Ne? Genau, aber das war es natürlich dann jetzt mit dieser Folge von Marco Atelux. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und ja, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, würde ich sagen, ja Leute, haut rein und dann ja, bye und bis zur nächsten Folge.